Hallihallo, Hallöchen und damit herzlich willkommen hier zu einer weiteren geisterheimsuchenden Folge Mordred Sole Suspect. Ich heiße euch hier wieder zurück und herzlich willkommen und bedanke mich natürlich auch fürs fleißige Bewerten der so glorreichen letzten Folge, in der wir kaltblütig erschossen wurden, zu einem Geist geworden sind, der jetzt, um zu seiner Frau, die im Himmel auf ihn wartet, dorthin zu kommen, seinen eigenen Mordfall aufklären muss. Zumindest ist das die Sache, die wir vermuten. Also legen wir los und kehren zum Tatort zurück, an dem wir quasi umgebracht wurden. Ich bin da mal sehr gespannt, ob wir den Fall leicht oder doch eher mit der Schwere aufklären. Ich habe auf der Straße liegen sehen. Es ist, als blicke man in einen Spiegel, den man nicht sehen will, aber man kann sich nicht abwenden. Und dann fällt einem auf, man weiß nicht, welches echt und welches das Spiegelbild ist. Großartige Idee, Baxter. Mit Beweisen herumhantieren. Verstärkung. Wer braucht Verstärkung? Hätte es nicht versuchen sollen, zu uns zu gehören. Mann! Du warst ein echt dämlicher Hurensohn. Sir? Hey, Baxter! Hey! Hey! Mach einfach weiter mit den Zeugenaussagen. Mach schon. Klar. Ich bin hier der Dumme. Das ist nicht Ihr Tatort, Lieutenant. Also, erweisen Sie ihm die letzte Ehre und dann gehen Sie bitte. Ja. Es mag nicht mein Tatort sein, aber es ist mein Fall. Es wird morgen mein Fall sein und am Tag danach. Bis wir ihn erwischen. Das sollten Sie sich gut merken, Sergeant. Ich folge nur den Anweisungen des Captains. Sie kennen die Prozedur, wenn ein Familienmitglied... Gut, okay. Lassen Sie sich ruhig Zeit, Lieutenant. Ich weiß nicht, wie oft ich mir gewünscht habe, du wärst tot. Tu mir einen Gefallen, Conman. Sag Julia, dass ich sie vermisse. Das weiß sie, Rex. Das weiß sie. Ich nehme an, der ich muss Rex... die Fährte meines Mörders aufnehmen, bevor sie kalt wird. Finde die Spur des Mörders. Ich muss ja alles untersuchen, um vielleicht etwas Neues herauszufinden. Ah, okay. Ich verstehe, wie das Prinzip des Spieles abläuft. Ich nehme an, dass der Rex der Bruder von Julia ist. Der, der uns auch zum Polizisten gemacht hat, weil wir auf die schiefe Bahn geraten sind. Und der uns quasi dort rausholen wollte, weil er für seine Schwester was Gutes wollte. Nehme ich einfach mal an, könnte man sich schon auf jeden Fall ableiten. Ich muss einen Blick in Stewarts Notizbuch werfen. Vielleicht wissen Sie schon was. Also haben Sie den Mann mit der Kapuze gesehen? Ja. Ich habe ihn gesehen. Er hat den Mann auf der Straße getötet. Wäre gut zu wissen, worüber Sie reden. Na, das gucken wir uns alles an. Gefunden haben, die ich noch nicht kenne. Ermittlung abschließen. Um eine Ermittlung abzuschließen, musst du erst nach Hinweisen suchen. Untersuche dafür verdächtige Objekte und interagiere mit relevanten Personen, indem du die Besitzergreifen-Fertigkeit nutzt. Drücke A, um fortzufahren. Okay, Kamera Zoom. Die Hinweise hier müssen etwas bedeuten. Ah, okay, interessant. Okay, dann durchsuchen wir mal den Tatort, ne? Ich möchte erstmal hier hinten wissen, was die hier so erzählen. Was für eine Nacht, Herr Robinson? Ja. Krass. Ronan, unfassbar. Ich versteh's nicht. Warum war er hier? Er war lebensmüde. Wir erhielten einen Anruf, der Glockenmörder sei in dem Gebäude. Ronan antwortet, wartet nicht auf Verstärkung.
Und bevor er sich versieht, versucht der Glockenmörder, ihm das Fliegen beizubringen. Und dann bam, 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 bam. Du weißt, 7 in die Brust. Du weißt, nächste näher. Du weißt wirklich nicht, wann du aufhören solltest, oder? Hast du dir mal seine Tattoos angesehen? Diesen ganzen Unterweltscheiß? Er war mehr Krimineller als Cop. Wie ein Dieb lebt, stirbt auch wie einer. Er war einer von uns, Arschloch. Alter Lachs, der kann uns anscheinend wirklich überhaupt so gar nicht leiden, der Typ. Halleluja. Deine Fähigkeit, eine Person richtig zu beeinflussen, hängt von den in Ermittlungen gefundenen Hinweisen ab. Okay. So, wie sieht's bei euch aus? Der Mörder kam doch nicht zum Tatort zurück, oder? Gut, dass ich nicht hier war, als es passiert ist. Aha, okay. Kann ich davon Fotos machen? Ist das legal? Oh Gott, Alter, so eine Instagram-Tussi. Halleluja. So, was haben wir hier? Mit euch muss ich da auch noch sprechen. Wenn ich sie nur beruhigen kann, kommt ihre Erinnerung bestimmt zurück. Mach du Jemini. Beeinflussen. Ich kam hierher, weil ein Zeuge eine mögliche Sichtung des Glockenmörders in dieser Gegend meldete. Welches ist der wichtigste Hinweis? Okay, nee, das lassen wir mal noch. Ich muss erstmal gucken, was ich hier noch so... Ich kann auch in die Ego-Perspektive gehen, was ich schon mal wieder sehr, sehr cool finde. Aber erstmal ansehen hier. Das sind die Kugeln. Ja. Ich wurde mit den eigenen Kugeln getötet. Auch nicht die schönste Sache der Welt. Overkill. Mein Tod. Ich bin wahrhafter Megadetektiv. Meine Ersatzwaffe. Okay, wo war dann seine richtige? Und natürlich die Kippe. Naja, klar. Es war die letzte vor dem Tod. Die war auf jeden Fall wichtig. Hier haben wir noch die zerbrochenen Scheiben. Oder Scherben. Okay. Was hast du hier für uns noch? Das ist echt bizarr. All diese Cops und wir kommen nicht voran. Okay. Und hier. Da wollte ich doch mal in sein Büchlein gucken hier. Was hat er denn da für mich stehen? Das Spähen durch die Augen der Lebenden erlaubt dir, deine Ermittlung voranzutreiben, indem du die wichtigsten Informationen auswählst. So, warte mal, was haben wir denn hier? Was hat er über meinen Mörder in Erfahrung gebracht? Forensik so schnell wie möglich zu Rex bringen, das ist uninteressant. Einzige Waffen am Tatort gehörten Ronan. Auch das Mieter vermisst Cassandra Joy. Das ist schon eher interessant. Vermisste Mieter müssen in der Wohnung gelebt haben, aus der ich geworfen wurde. Okay. Was? Nee, ich brauche Informationen. Na dann. Vielleicht doch die Forensik? Auch nicht. Okay, dann halt die einzige Waffe, ne? Ich bin ein richtig guter Cop, anscheinend. Ich bin ja anscheinend völlig scheiße. Ich habe ja alles falsch gemacht. So, der Mörder hat meine Waffe benutzt. Warum hat er nicht seine eigenen Waffen mitgebracht? Das stimmt eigentlich. 7 von 8 Hinweisen. Was haben wir hier noch? Mann, Ronan. Ich kann es mir gar nicht ansehen. Also es gab anscheinend Polizisten, die uns gut leiten konnten. Und es gab wohl auch Polizisten... Warum sind die Cops so schweigsam? Wissen sie nicht, dass die Presse ihnen helfen kann? Aha. Ich könnte nie ihren Job machen. Kann ich da irgendwas machen? Nein. Ich muss also mit ihr wahrscheinlich nochmal sprechen. Beeinflussen. Was könnte sie dazu bringen, mir zu erzählen, was sie gesehen hat? Ich muss mir ihren Hinweis nochmal angucken. Okay, sei geduldig mit ihr. Sie ist aufgebracht. Sie ist solche Anblicke nicht gewohnt. Wenn ich sie nur beruhigen kann, kommt ihre Erinnerung bestimmt zurück. Naja, was soll sie hier am meisten beeinflussen? Ich nehme mal ganz stark an, den Tod einfach, oder nicht? Okay, wird nicht weiterhelfen. Ich habe also immer 3 Versuche. Uiuiuiui. Die Waffe auch nicht.
Die Kugeln vielleicht, weil sie hat ja gesehen, wie wir... wie wir erschossen wurden. Auch nicht. Okay. Aber was denn dann? Vielleicht die Mordwaffen? Meine Waffe? Der Glockenmörder. Ja. Sie hatte den Typ mit der Kapuze laufen sehen. Hab ihn gesehen. Den Mann mit der Kapuze. Draußen. Er hat zur Wohnung im obersten Stockwerk hochgesehen, glaube ich. Zielort des Mörders. Okay. Anscheinend haben wir jetzt hier alles, was wir finden konnten, gefunden und haben somit die Ermittlung abgeschlossen. Nice. Der Mörder kam aus einem bestimmten Grund her. Aber aus welchem? Um das rauszufinden, müssen wir wahrscheinlich hoch in die Wohnung, ne? Aus der wir geflogen sind. Ah, ich bin ein Genie. In der Wohnung da oben müssen Hinweise sein. Mein Weg hinein und er ist verschlossen. Fantastisch. Ja, aber er geht doch gerade rein. Das ist meine Chance. Ich muss nur Stuart ins Gebäude folgen. Na dann, nichts wie los. Oh, was bist denn du für ihn? Hallöchen, wo kommst du her? Entschuldigung, muss ich jedes Mal, wenn ich irgendwo rein will, darauf warten, dass jemand eine Tür öffnet? Ja, es kann etwas schwierig sein, in geweihte Gebäude zu gelangen. Aber wenn du einmal drin bist, läuft alles glatt. Das gleiche gilt fürs Verlassen. Offene Türen, Fenster, ganz egal. Alles ist erlaubt. Für wie viele Gebäude gilt das? Hier? Für so gut wie alle. Keine Sorge, du gewöhnst dich dran. Danke. Okay, die Bewohner in Salem sind also sehr... naja, wie soll ich sagen? Die lassen hier anscheinend niemanden gerne rein, ne? Ich sollte hier bleiben, bis ich fertig bin. Okay, ich wollte es nur mal probieren. So, ab in die Wohnung, rein da! Puh. Na, wenn wir also durch Leute laufen, dann kriegen die einen kalten Schauer. Kehren Sie zum Tatort zurück. 10-4. Ohohoho! Wir sind hier definitiv nicht allein. Das Ding sieht ja aus wie so ein Dementor. Oh, du bist's nur. Ich wusste, ich habe was gehört. Grüße. Was hat dich umgebracht? Ach du heilige Scheiße. Und jetzt kann ich ja alles einfach... Hey. Na? Scheiße. Willst du mir noch einen Herzinfarkt verpassen? Ah, so bist du gestorben. Ich wollte... War eine rhetorische Frage. Herrgott nochmal. Komm schon. Guck nicht so verloren. Sieh dich um oder so. Du weißt schon. Spionier ein bisschen. Tu dir keinen Zwang an. Mach ich. Ich bin sicher, du hast alles gesehen und das macht dich zu was Besonderem. Du starrst aus dem Fenster und steckst deine Nase in andere Leute Angelegenheiten. Ich habe es gesehen und ich werde Albträume haben. Ich denke, wir haben für eine Weile genug Albträume. Sprich nicht davon. Sprich niemals davon. Ich höre gern auf zu reden. Ah, sie, das ist ja die Frau, die mir die Tür vor der Nase zugeschlagen hat. Was für ein armseliges Exemplar eines Mannes. Komm nicht aus dem Sessel. Mag den Sessel mehr als mich. Wenn ich ihm nichts mehr zu essen bringe, guckt er sich vielleicht um, ob ich noch da bin. Das muss ja Liebe sein. Also wenn so später mal um mich steht, dann... Aus dem Fenster starren? Wozu soll das schon gut sein? Naja, aber wenn sie die ganze Zeit aus dem Fenster gestarrt hat, dann muss sie doch was mitbekommen haben, oder sehe ich das falsch? Was liegt denn da? Hilfe? Was ist das hier? Enthüllen. Sammeln. Es gibt in Salem viele Arten von Objekten zu entdecken. Achte auf deine Umgebung, während du sie erkundest. Selbst das einfachste Papier kann Geheimnisse zur Stadt und den Menschen, die ihr Leben, enthüllen. Ah, okay, das werden also so Nebenaufgaben quasi. Ach, da ist noch eins. Na gut. Okay. Interessant. Das heißt, ich kann hier auch wie so eine Art Nebenaufgaben erfüllen, um dann gewisse Dinge... Und wahrscheinlich muss ich das für sie finden, kann das sein? Wer bist du denn? Ich bin so verwirrt. Wenn ich ihn finde, dann weiß ich, was passiert ist. Ich habe überall nachgesehen.
Warum haben sie mir das angetan? Was, wenn ich ihn nie finde? Wenn ich wüsste, wer es war, wüsste ich vielleicht, wo ich suchen muss. Du wirkst verloren. Was verloren ist, ist mein Körper. Ich weiß, ich wurde hier ermordet. Und ich weiß, es klingt verrückt, aber ich würde mich wesentlich besser fühlen, wenn ich wüsste, wo meine Leiche ist. Sind Sie ein Detective oder so? Sie sind vielleicht meine einzige Hoffnung. Ja, ich bin Detective. Eine Ahnung, wer es getan hat? Das könnte uns zu deiner Leiche führen. Ich weiß, dass es alte Leute waren. Und dass sie in diesem Mietshaus wohnten. Abgesehen davon ist alles verschwommen. Ich habe zu der Zeit viele Drogen genommen. Du brauchst wirklich einen Detective. Ich werde sehen, was ich von den älteren Hausbewohnern erfahren kann. Interessant. Es gibt also Nebenfälle, die ich auch aufklären muss. Liebling, sie können dich wahrscheinlich durch die Decke hören. Das hoffe ich doch. Jedes Mal, wenn wir Jennifer besuchen, ist es das Gleiche mit diesen komischen Gestalten. Diese Frau im ersten Stock, die wechselt ihre Liebhaber wie andere die Unterwäsche. Dazu noch dieser Lärm. Okay. Oh, was haben wir hier? Hinweis, was Infos zu meinem Mörder. Die Polizei verweist nicht auf einen Serienmörder, aber in Angesicht der Todesfälle wird die Bevölkerung gebeten, nachts zu Hause zu bleiben und ihre Türen verschlossen zu halten. Ach du Scheiße, gibt's hier viel Sammelkram. Hier ist doch auch so ein Ding. Warum kann ich denn das nicht ankrabbeln? So. Das ist die gute Frau, wo wir wahrscheinlich die Infos über das Mädel rauskriegen, was hier in dem Apartment ermordet sein soll. Interessant. Enthüllen. Die haben die verbuddet. Gartenwerkzeuge. Die haben die verbuddet. Das ist also ein altes Mörder-Ehepaar hier. Ich ergreife mal den Besitz und beeinflusse mal. Ein mysteriöser Mord. Einfach mal gucken. Das ist nämlich richtig. Endlich Ruhe und Frieden. All ihre Partys. Wie soll jemand bei der lauten Musik schlafen? Ich glaube, sie hat Drogen genommen. Walter war auch so müde. Ihm sind auf den 8 Kilometern zum Smithwick-Steinbruch fast die Augen zugefallen. Ich konnte kaum glauben, dass er um die Uhrzeit einen Bolzenschneider auftreiben konnte. Wenigstens ist mit der Musik Schluss. Jetzt können wir endlich schlafen. What the hell? Die haben die einfach um die Ecke gebracht. Was ist denn bei denen los? Das Mädchen ist zusammengeklappt wie Papier, als Grace sie geschlagen hat. Ich kann immer noch nicht glauben, dass sie tot ist. Es ging so schnell. Ich habe Grace noch nie so durchgedreht gesehen. Muss der Schlafmangel gewesen sein. Gott sei Dank ist es vorbei. Endlich kann ich in Ruhe fernsehen. Was? Was ist denn bei denen falsch? Warum sehe ich denn da immer einen Geist in der Badewanne stehen? Also hier in der Dusche steht immer irgendwo ein Geist von weiter weg. Ja, was ist mit der Ermittlung abschließen? Du kannst jederzeit... Aber irgendwas muss hier noch zu finden sein. Du kannst jederzeit versuchen, deine primäre Frage zu beantworten, aber oft ist eine sorgfältige Erkundung des gesamten Tatorts besser. Zwei Sachen habe ich noch irgendwo übersehen. Ach hier, guck mal. Zeitung. Kinder brechen ständig in den Steinbruch ein. Ja, okay, das dachte man zumindest. Aber es waren gar nicht die Kinder, sondern es waren... Kann ich hier auch irgendwas enthüllen? Aber es waren gar nicht die Kinder. Sondern es waren diese beiden hier. Na! Da ist noch ein Brief. Eine Notiz. Notiz eines Nachbarn. Ihr Nachbar hat die Stadt in aller Eile verlassen. Vielleicht hatten sie etwas damit zu tun. Ah, ich verstehe. Gut, dann können wir jetzt die Antwort finden. Und das Wichtigste ist ja sowieso das, was die... Was die gute Frau hier gesagt hat.
Das ist ja doch das Allerwichtigste. Das, was der Mann gesagt hat. Und wahrscheinlich das... der mysteriöse Mord. Die drei Sachen. Anscheinend konnte Grace die Partys des Mädchens nicht mehr ertragen, also hat sie umgebracht und ihr Mann hat die Leiche im Smithwick-Steinbruch verschwinden lassen. Ich sollte zurückgehen und ihr Bescheid geben. Ja, das werden wir auch mal ganz dringend schleunigst tun, ne? Wo war die Gutste hier? So, ich weiß, wer dich umgebracht hat. Hör zu, du kannst deine Leiche nicht im Gebäude finden, weil sie nicht hier ist. Du musst zum Smithwick-Steinbruch, ungefähr 8 Kilometer von hier. Oh, warum haben sie es getan? Deine Partys haben sie nachts wachgehalten. Der Schlafmangel hat sie durchdrehen lassen. Ich hab sie bloß für verbittert gehalten. Ich hätte nie gedacht, dass sie das tun würden. Oh, danke für ihre Hilfe. Es ist so eine Erleichterung, Bescheid zu wissen. Kein Problem. Wissen Sie, ich mochte Cops nie besonders. Sie haben mir immer erzählt, wie ich mein Leben versaue. Die haben mich einfach nicht verstanden. Aber Sie haben sich wirklich für mich eingesetzt. Ich hätte wahrscheinlich auf Ihre Ratschläge hören sollen. Vielleicht wären die Dinge dann anders gelaufen. Nochmals danke. Ah. Ja, haben wir uns Licht geholfen. Ich hoffe mal, das kriegen wir mit uns auch hin. Naja, Freunde, das war unser erster Fall als Detective Ronan, der Geisterdetective. Falls ihr mehr sehen wollt und falls ihr wissen wollt, wie es um unsere eigene Mordgeschichte weitergeht, dann solltet ihr definitiv beim nächsten Mal einschalten. Ich bedanke mich wie immer, wünsche mir den Daumen in der nördlichsten aller nördlichen Richtung von euch, dass ihr den Kanal abonniert und die Glocke aktiviert, damit ihr nichts mehr verpasst und beim nächsten Mal wieder einschaltet. Vielen herzlichen Dank. Bis zur nächsten Folge, bleibt bis dato schön gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.